Ein allerletztes Foto vom scheidenden Trainer. Der 1. FC Köln und Peter Stöger gehen ab sofort getrennte Wege. Das bestätigte nun Vereinspräsident Werner Spinner in einer Pressemitteilung. Wir sind in der Verantwortung, alles zu versuchen, um den Klassenerhalt doch noch zu erreichen. Bis zuletzt haben wir gehofft, dass wir dies in der Konstellation mit Peter, seinem Team und der Mannschaft schaffen können. Leider ist diese Überzeugung jedoch trotz des positiven Resultats auf Schalke nicht mehr ausreichend vorhanden. Damit reagieren die Domstädter auf die anhaltende Misere von nur 3 Punkten aus 14 Bundesligaspielen. Bereits nach dem 2:2 Achtungserfolg auf Schalke wollte Stöger seinen Abschied nicht mehr ausschließen. Es wird heute oder morgen dann eben Klarheit geben, so wie es kommuniziert wurde, wie es besprochen wurde. Der Wiener übernahm die Geißböcke im Sommer 2013 und ließ mit dem ersten Europapokaleinzug seit 25 Jahren die Kölner Fanherzen höher schlagen. Der Status quo aber wurde Peter Stöger zum Verhängnis, abgeschlagen am Tabellenende, vor allem weil Abgänge wie der von Anthony Modest nicht kompensiert wurden. Nach 4,5 Jahren verlässt der 51-Jährige also die Domstadt. Bis zur Winterpause gibt U19-Coach Stefan Ruttenbeck am Geißbockheim die Kommandos.